Kräfte mal schnell umhauen. Nicht? Ja, können wir kratzen. Das Rollo runterholen. Naja, es geht hier noch ein bisschen. Aha. Was haben wir hier? Ein Bild. Könnte es nicht auch noch eine Erinnerung sein? Ah, hier geht's jetzt raus. Ah, okay, auf derselben Seite wieder raus. Lass noch mal spielen. Oh, das Notenblatt haben wir abgegeben, das ist vorbei. Das können wir nicht noch mal spielen. Schade. Müssen wir das nächste suchen. Okay, hier konnten wir noch irgendwo hoch, glaube ich. Ja, hier zumindest. Müssen hier natürlich alles erkunden. Was irgendwie geht. Und hier sind noch Leute. Das können sie auf den Schoß setzen. Gehen mal mit den Regen hier. All die verqueren Sprachen passieren immer dir, Kumpel. Und verqueren Sachen. Ich traue mich nicht, unser Dorf zu verlassen. Es ist zu gefährlich. Außerdem ist der Wächter der Einzige, der diese Tür öffnen darf und kann. Das ist ein schönes Bild, gefälscht, aber schön. Ich habe es auf der Straße liegen gelassen. Am nächsten Tag hatte der Zug es komplett aufgegessen. Das ist doch verrückt, oder? Sie verstehen einfach alles. Noch ein Bild von der Außenwelt. Lass mich bloß in Ruhe mit dem Kram. Das ist doch alles Quatsch. Okay, diese Tür kann nur der Wächter öffnen. Was haben wir denn hier? Komm, hier können wir nichts mehr umhauen. Noch als Katze unglücklich, wenn wir hier nicht alles umhauen können. Immer die Tapsen über die Papiere, die auf dem Tisch liegen.
ist ein Bett. Das wir nicht zerkratzen dürfen. Wir können was mitnehmen. Das ist ein seltsames Notizbuch mit einem Symbol drauf. Das hier scheint jemandem namens Clementine gehört zu haben. Alles läuft nach Plan. Wir haben es geschafft, die oberen Ebenen zu kontaktieren, bevor der Sendeempfänger abgestürzt ist. Wir sind an einem Ort namens Stadtmitte und scheinbar gibt es dort irgendeine unterdrückerische Macht. Ich habe vorhin mit Wurm gesprochen. Seine Augen, ich kenne diesen Blick. Er wird nicht mit uns kommen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es wird später wahrscheinlich nützlich sein. Wir sollten zu diesem Momo gehen, von dem uns der Wächter erzählt hat. Okay. Hinweise sammeln. Hoch können wir nicht. Guck mich hier nochmal um. Katapult. Katapult. Wir sind oft gesprungen. Das ist dieses Waschbüttel. Das müssen wir mal kaufen, das können wir nicht. Oder zumindest einen Automaten holen. Können wir nicht einfach so nehmen. Okay, gibt es hier noch Straßen, wo nicht drin waren? Bevor wir hier weitergehen zum Momo. Hier bei dir waren wir noch nicht. Okay, du bist es. Was für ein komisches kleines Kerlchen. Aber irgendwas strahlst du aus. Ich fühle mich veranlasst, dich zu streicheln. Aber tu es nicht, weil ich nicht weiß, warum. Die Oberfläche. Oh, das ist ein sensibles Thema hier. Es gibt einige, deren Codes dieses Konzept verstehen kann. Dann gibt es diejenigen, die von der Außenwelt wissen, aber zu resigniert sind, etwas zu tun. Und dann sind da noch die Außenweltler. Du kannst dir vorstellen, wie die sich fühlen. Und gibt es nur noch Momo. Die Außenweltler haben ein Logo. Das war eine Gruppe von Leuten, die einen Weg nach oben suchten. Momo war einer von ihnen. Eines Tages beschlossen sie, ihren Plan in Tat umzusetzen und gingen in die Kanalisation. Ja, da haben sie seitdem keinen Mucks mehr von sich gegeben. Aus irgendeinem Grund blieb Momo zurück. Ich glaube, er wird diese Entscheidung für immer bereuen, armer Kerl. Okay, da haben wir was Neues gelernt. Okay, können wir hier irgendwie. Hier gibt es noch einen Automaten. Ein Innenstink. Brauchen wir noch zwei weitere, um uns das Ding zu kaufen, was der Verkäufer da hat. Und Fernbedienung. Okay, da läuft Wetter. So eine verschiedene Sendungen halt. Sieht alles nicht sehr interessant aus. Ah, eigentlich schon für die schöne Telekatz.
Katze auch wieder drauf. Was haben wir hier? Es leuchtet doch auch wieder mysteriös. Weiß nicht, wie ich da runter. Erstmal die Streets erkunden. Ankündigung: Ich bin auf der Suche nach Notenblättern, um mit meiner Gitarre etwas zu spielen und für Stimmung zu sorgen. Wenn du welche findest, bringen sie mir. Ich wohne in der Nähe des Aufzugs. Moskau. Ja, mit dem haben wir schon. Der hat uns schon was gespielt. Vielleicht finden wir irgendwo noch Notenblätter. Unterwegs. Irgendwo welche rum. Müssen wir sie nicht kaufen. Zoe. Hoffentlich lassen die Jungs nicht wieder einen Farbeimer fallen. Sonst wird es kurz mal sauer. Der Außenwelt. Warum sich die Mühe machen, sie zu finden? Jetzt geht's doch gut hier. Können wir irgendwo ein Farbeimer fallen lassen? Weil es gerade so schön erwähnt wurde. Eine Tür kratzen. Lässt uns rein. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Können wir hier nochmal lang gehen? Ein paar Sachen erkunden. Die haben wir noch heute nicht getroffen. Tauschhändler, Supers, Bibbit, Wäscherei, Omas Kleidung, Elliot, Programmierung. Okay. Jetzt also eine Wäscherei, zu der wir noch können. Sieht ein bisschen aus wie ein Zug, zumindest aus der Ferne. Sehen niedlich aus und hören sich auch so an. Aber lass dich nicht täuschen. Die Dinger knabbern sich durch Metall. Sind furchterregend. Sind das die kleinen... Die kleinen Krabbenviecher oder... Was haben wir? Dufferbar. Was neu hier? Was kann ich für dich tun? Gut, das ist ein schönes Bild von der Außenwelt. Momo ist ein guter Fan dieses Mythos. Wollte es ihm zeigen. Seine Wohnung ist ganz oben. Halte Ausschau nach orangefarbenen Neonschild. Ein Stuhl. Mit gerne Milch. Eine Milch, bitte. Ein bisschen Musik. Bist du etwas? Wir müssen alle nach der Karte zu fragen. Ah, der Mythos des blauen Himmels, ein schönes Konzept. Auf seinen Tisch springen kann man nicht. Die Flasche umhauen, die er da hat. Doch, können wir. Dann war mal leer. Ein bisschen Billard spielen.
schon einlochen hier. Ich weiß, muss der Tester. Schon verloren. Schade, dass wir die anderen nicht reinrollen können. Mit der Foto. Das ist schon gegen laufen. Dass da mal kein Achievement für gibt. Es gibt kein Achievement dafür. Sehr schade. Hier ist noch jemand. Das ist die Zeitung von den Leuten, die oben auf ihrem 2 wohnen. Sie ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber es lohnt sich, sie zu lesen. Die Außenwelt, warum soll ich die Mühe machen, sie zu finden? Uns geht es doch gut hier. Ah ja. Ein Notenplatz. Sehr schön. Jetzt muss ich gleich noch ein bisschen Musik hören. Kann man sich was merken? In Erinnerung? Essen die das wirklich? Ursprünglich hatten sie keinen Verdammungsapparat. Vielleicht haben sie sich irgendwie weiterentwickelt, indem sie den Menschen nachahmten. Meinst du, ich sollte mal was davon probieren? Ich möchte nicht respektlos bei ihrer Lebensweise sein. Eine Erinnerung. Können wir uns mal gerade angucken. Die Erinnerung. Erinnerungen. Essen ist wirklich. Okay. Habe ich irgendwo noch was glitzern gesehen? Gibt es irgendwo noch eine Erinnerung, die ich übersehen habe? Bisher. Und hier gibt es eine Wäscherei. Ich habe noch nicht geredet. Oma hat mir diese Kleider gemacht. Ganz schön schick, oder? Ha, ein blauer Himmel, das wäre ja schräg. Willst du etwas? Oh, du bist einer von diesen Außenweltlern wie Mono. Momo, na dann, mal viel Glück. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Ich liebe es zu stricken. Bis jetzt habe ich 478 Meilen an Schals gestrickt. Da hat man immer gut zu tun. Wenn du mir etwas Stromkabel bringst, könnte ich dir ein Poncho stricken. Du inspirierst mich, aber es ist nicht leicht, hier die richtigen Materialien zu finden. Oh, ein Poncho aus Stromkabeln. Da wäre ich ja gespannt. Das Herz. Ach, das ist die Oma. Omas Kleidung. Müsste hier nicht auch irgendwo die Wäscherei sein? Die Waschmittel, damit ich mir die dann die klopfen und warten, bis sie öffnet. Das können wir doch nicht.
Ist offen. Gehen wir rein. Platz im Haus. Hier können wir spielen. Ein wahres Wunderkind. Wir brauchen Waschmittel, um uns das Zeug zu kaufen. Um einen Poncho zu kriegen. Ah, hier eine Erinnerung. Dieser Baum ist ein wissenschaftliches Wunderwerk. Es ist bemerkenswert, dass der menschliche Einfallsreichtum einen Weg gefunden hat, Pflanzen zu erschaffen, die ohne Sonnenlicht gedeihen. Organisches Leben braucht Bäume, um Luft in der Stadt zu reinigen. Butter brauchen keine, aber sie kümmern sich trotzdem um sie. Die Menschen hätten es so gewollt. Okay. Schon mal den Teppich zerplatzen. Ich schau dir ins Gesicht. Ja, kann ich dir helfen? Die Außenwelt, warum sich die Mühe machen, sie zu finden, es geht doch gut hier. Schau ihm direkt ins Gesicht. Ja, Elliot. Ich will raus. Lass mich raus durch die Tür. Lass mich raus, lass mich raus. Und können wir einfach nur kratzen. Ich bin hier einfach mit Katzen. Wir wollen dazu programmiert, Sklaven zu sein. Haben aber selbst so und so viele Milliarden, Millionen Tage in Seele. Hoffentlich finden die Auswärtler eines Tages Ausgang aus dieser Hölle. Momo. Oh, eine Nacht von Momo. Ist das hier schon Momos Haus, oder? Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Ich will hier wieder raus. Wieder raus. Lass mich raus. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Lass mich rein. Ich mach die Katze. Doch, die war raus.
Die verschreibe ich noch finden, um die Kabel zu bekommen. Oh, eine finstere Gasse. So bin ich gut hier. Okay, ist Omas Laden. Omas Kleidung, Aliens, Programmierung, Super Spirit. Wäscherei. Die Wäscherei muss hier auch irgendwo sein. Ist Aliens Programmierung? Die Omas Bekleidung. Das heißt, hier muss auch irgendwo die Wäscherei sein. Wenn also heute das Morgen von gestern ist, wird morgen das heute von gestern sein, oder? Das ist schon seltsam. Wir altern nicht wie unsere Vorfahren. Die Weichen, wir sind hier gefangen für immer. Fernsehen. Ankündigung, ich suche jemanden, der den Südeingang zuerst überwachen kann. Der Klon beträgt 2 Pinzbaröl pro Tag. Bitte den Wächter kontaktieren. Okay, und die Wäscherei. Und die Wäscherei haben wir auch noch nicht gefunden. Soll irgendwo hier sein. Das habe ich noch nichts gefunden. Wo ist denn die Wäscherei? Ist die weiter oben oder? Hier ist der Opa. Okay, wen haben wir denn hier? Die Lichtkreise sind schon schön. Anzuschauen, aber ich möchte eines Tages den echten nicht mehr sehen. Okay. Können wir uns hinlegen? Ich will hier nicht zu lange liegen. Wir haben zumindest noch einen Song, den wir spielen können. Bei den wiederfinden. Den Songspieler. Die Wäscherei finde ich Bombe spontan nicht so, aber. Der Songtyp ist da hinten.
Die Verschreie suchen wir später nochmal auf. Muss hier irgendwo sein. Wir werden wahrscheinlich auch nach Momo nochmal hierher kommen. Ach so, er lässt sich, hier ist der Händler. Wir werden wahrscheinlich noch öfters hier zurückkommen. Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Heißt, du kannst noch mehr finden? Ja. Morgen übermorgen. Klingt cool. Hier, schau dir das an.